Ja, was sollen wir denn machen, du Idiot? Aber warum ist denn jetzt nur eine Karre hier? Das verstehe ich auch jetzt wieder nicht. Aber egal, wir machen das schon. Ziemlich geiler Style. Gefällt mir die Farbe. Joa. Was soll man machen? Ist ja auch nicht schlimm. Bald kommt der Call of Duty Ghost. Ja, da werde ich derjenige sein, der alle aggressiv machen, weil ich sie abballer. Like Pro Gamer, weißt du Bescheid hier, ey. Mindestens so pro Spiel 1,2, 1,3 KD vielleicht so. Einfach so locker aus dem Handgelenk schütteln. Ja, also. Ich brauche gar nicht trainieren oder so. Ich komme einfach instant rein in die Lobby. Bam, bam, bam. Mach ich einfach 6 zu 5 Kills und so. Und gehe richtig ab. Jeder wird mich hassen. Ey, Arschloch. Wer bist du denn? Was willst du hier? Ey, geh mal woanders zocken. Wir sind alles Noobs. Ich so, wow, Alter. Wollt ihr mich ausschließen oder wie? Nein, Alter. Sorry, dass wir es gewagt haben. Ich sag so, ruhig bleiben, ey, ruhig. Sonst mach ich hier gleich 7 zu 5 Kills, ey. Dann ist hier aber echt die Hölle los. Also alle, ja, okay, alles klar. Alles klar, Alter. Verbünden sich zu 15 oder so, weißt du? Ist ja wahrscheinlich wieder 8 gegen 8. Meine eigenen Teamkameraden so, nein, lass mal nicht mit dem spielen. Der lässt uns schlecht aussehen. So wird's wahrscheinlich laufen, Alter. Und wenn ihr euch fragt, was redet der für eine Scheiße eigentlich? Dann fragt euch das zu Recht. Ja, was soll ich machen hier? Ist ja langweilig gerade. Er fährt sich durch die Gegend, baut ja nicht mal Unfall oder so. Hier, Ficker in die Kamera, hallo! So viel zum Thema, ich kauf deine Geschichte. Los, fahr! Ja. So wird's natürlich nicht sein. Aber irgendwie habe ich auch schon. Ich habe auch ein bisschen Bock auf Call of Duty Ghost. Auf den Multiplayer. Auf diese neuen Modi. Besonders diesen einen Modi, wo du, sobald du jemanden abgeballert hast, dann bei dir so ein Countdown läuft von 30 Sekunden, aber du immer schneller wirst und schneller nachladen kannst, schneller rennen kannst und so weiter. Und wenn du noch jemanden abballerst in den 30 Sekunden, wird es noch schneller. Aber wenn du es nicht schaffst in den 30 Sekunden, dass du dann stirbst, diesen Modus, ich weiß nicht wie der heißt. Wie hieß der? Carnage oder sowas? Oder ich jetzt böse? Ich weiß es nicht. Aber der klingt ganz cool eigentlich. Ich bin mal gespannt. Aber ich glaube mein Shooter Game Multiplayer in diesem Jahr wird für mich endlich als Konsolenspieler Battlefield 4. Dass auch wir Konsolenzocker endlich mal mit 64 Mann zocken können, ey, darauf freue ich mich. Ich hoffe, das bockt richtig. Mal sehen. Jo, warum sind eigentlich die Missionspunkte immer so weit entfernt, Alter? Was soll das Scheiß? Ich glaube, der Typ hier ist sogar ein Zuschauer, wenn ich mich nicht täusche. Ja, doch. Also ein Typ aus der Freundin. Dicke, Alter. Deswegen hat er extra meinen Sender angemacht, oder? Bestimmt. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Das ist ja meine Musik hier gerade. Ja. La 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 la. Wow. Ich bin ready, ja. Ich bin ready for the shit. Komm, fahr rein da, volle Pulle. Bam, Junge! Schönes Ding, ich bin fast tot. Aufpassen hier.
ich steck mal bei dem ein. Warte, warte, warte auf mich. Steig ein, Affengesicht. Boah, Junge. Was machst du? So wird das nicht. Keine Sorge, hab keine Angst, junge Frau. Ich werde dich beschützen. Aber er hat ja eigentlich gezeigt, dass er gar nicht so schlecht outfährt. Jetzt gib mal Stoff hier, ja. Verstehst du? Nein, Spaß. Der andere Kollege ist gar nicht da. Wir beenden schon den Job hier. So muss das laufen. So muss das laufen. So und nicht anders. Now keep your mouth shut about me, you hear? Okay. Na, $1,000, ja. Es ist wieder so ein Job. Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so berauschend, finde ich. Keine Ahnung. Das sind so Jobs, die sind so wie am Fließband, ey. Dieses ganze, wir klauen ein Auto, wir gehen zu einem Drogendeal, das ist alles so, weiß nicht, nicht so krass. Überlebenskampf. Da hätte ich mal Bock drauf. Ja, gut. Ist wahrscheinlich einfach nur so wellenmäßig abballern, ne? So wie man es auch mittlerweile aus tausenden Spielen kennt. It mines in the wetness of its soul. Oiga, queremos agradecer We Wanna Thank Our Sponsor a nuestros patrocinadores Bishop Chicken y Nicola. Thank you guys for making us fat. 106.2 Okay, wir können eigentlich direkt starten, ne? What's up, everyone? This is Islos FM. Schrottenknochen, Meth Dealer sind aggressiv und bla. Auf jeden Fall muss ich echt mal langsam ein bisschen mehr weiter aufleveln, damit ich mir auch mal geile Scheiß kaufen kann. An Waffen und so weiter. So ein Sturmgewehr wäre schon nicht schlecht. Okay. Das ist geil. Das für jeden einzelnen Gegner. EP bekommst. Ruhig, was hast du gesagt? Boah, shit! Braucht ihr mich? Just step in.
Die sterben recht schnell, finde ich. Yes. Hölle 1. Easy. Tja, das trennt sich die Bräu vom Weizen, war Pedro? Naja, wenn du ein bisschen übst, kannst du auch noch so krass werden wie wir hier. Ah, da ist so ein Sturmgewehr. Ja, dann mit. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich das aber nur während der Mission habe, oder? Okay. Alter, machst du jetzt Auto-Aim oder nicht? Soll ich selber zielen? Dann sag's mir einfach vor, das Spiel. Fuck. Ich bräuchte ein bisschen Heilung. Komm schon, Pedro. Guck doch nicht nur zu. Okay. Okay. Alles klar. Ja, ist jetzt nicht so krass, ey. Man wird's. Ist halt so typischer Wellenmodus. Kennt man ja, oder? Ja, naja. Ach ja. Ich bin halt so ein geiler Abstauber, ne? Boah, Junge, her damit. Hilfe, Hilfe! Achso, das ist einer von mir. Boah, Junge, hat's mich zerfetzt. Da wollte ich zu viel. Da wollte ich definitiv zu viel. Das war ja. Das ist meine Schuld. Wenn wir jetzt drauf gehen, ist das meine Schuld. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ist so ganz gut so, wenn er jetzt auch noch stirbt. Macht jetzt nicht unbedingt Bock. Der Modus. $1200, ja, ist in Ordnung. Nein, so kurz vor Level 12. Hätte es ja mal machen können, oder? Level 12. Fallschirmsprung haben wir auch noch nicht gemacht. Zu zweit. Jetzt flüchten wieder alle Leute. Na gut. So, da jetzt sowieso anscheinend nicht viel los ist, würde ich sagen, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. Ja. Kann ich denn hier rausgehen, bitte? Ich kann mir nicht jetzt aufhören, doch da. Genau. Genau. So, jetzt mal gucken, wo wir landen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich schon mal von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen. Und würde mich freuen über ein Like.
Daumen nach oben wäre super. Danke dafür schon mal und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.